So, hallo, da sind wir wieder bei Chronocross. Und ich habe mir jetzt einen schönen Zettel hier gemacht und habe mir alles aufgeschrieben, damit wir die ganzen Elemente bekommen. Die wichtigsten, also die stärksten sozusagen Elemente von jedem Charakter, den wir haben. Deswegen habe ich jetzt Viper hier und es müsste eigentlich hier sein. Sind es in der Homeworld? Sir Viper, ihr lebt. Jemand hat etwas für euch hinterlassen. Ich mache euch gleich auf. Kommt herein. Okay, gut, dann können wir den nämlich auch abhaken. Drückt gegen die linke Wand. Okay. Okay, und wo liegt das jetzt? Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das goldene Emblem, das selbst den stärksten Winden standhält, wieder ganz deutlich vor mir. O, ihr glorreichen Zeiten, kehrt doch wieder zu mir zurück. Okay. Okay, war das jetzt auch was zum Ausrüsten? Ja. Okay. Sehr gut. Also, Viper haben wir abgehakt. Okay, haben wir noch jemand hier im Terminal in der Homeworld? Ganz schnell. Das war Viper, Hammer. Okay. Nee, also da haben wir nichts. Gut. Dann müssten wir jetzt einmal hier nach Ani. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben den Koch hier. Dann gucken wir mal. Dann quatschen wir ihn mal an. Na, vielleicht muss ich hinter die Bar. Hey Bruder, was machst du denn immer so? Hey Bruder, lange nicht gesehen. Ich muss es dir gleich sagen, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Es ist zu kompliziert zum Erklären. Hey Bruder, ich habe mein neues Rezept überlegt. Hier Bruder, probier das mal. Mal probieren. Hey, nicht übel, Bruder. Deine Kochkünste werden ja immer besser, Bruder. Fleischwolf. Schmeckt's also, Bruder? Aus deinem Mund ist das das höchste Kompliment für mich. Ich danke dir. Nicht übel, Bruder. Demnächst machst du mir noch Konkurrenz. Okay, gut. Dann können wir den Koch auch abhaken. So, den können wir eigentlich auch gleich ausrüsten, ne? Element. Das war das Fleischwolf, ne? Zack. Okay. Und bei ihm kann das doch auch gleich ausrüsten. Fahnenappell. Okay. Oh, aber warte mal. War das jetzt richtig? Donnerdrall. Okay. Das lassen wir auch mal. Okay. Gut, gehen wir kurz hier raus.
So, also Viper, Koch abgehackt. Dann nehmen wir noch Lena und Hundi. Und gehen nochmal hier rein. Quatschen wir mal mit der Oma hier. Oh, Lena, ach, du bist nicht Lena, aber du siehst ihr so ähnlich. Ihr könntet klar Zwillinge sein. Sachen gibt's. Ja, ich bin auch Lena, aber die Sache ist ziemlich kompliziert. Mach dir keine Sorgen, Oma. Bestimmt wird Serge dir eines Tages alles erklären. Übrigens hat Lena mir erzählt, dass du dich immer noch an euer Versprechen erinnerst, Serge. Du hast ihr versprochen, dass du diesen Tag nie vergessen wirst. Und als wir uns das erste Mal begegnet sind, hast du mich eine Lügnerin genannt. Ich verstehe zwar nicht alles, was vor sich geht, aber hier, ich möchte, dass du das bekommst. Als ich noch jung war, habe ich damit ganz schön auf die Pauke gehauen. Bestimmt wird es dir nützen, Lena. Alles klar, danke, Oma. Okay. Dann haben wir auch Lenas Element. Stoßgebet. Aber warum ist es jetzt schwarz? Minus eins. Ja, ist nicht so geil. Na gut, machen wir es hier mit rein. Okay, gut. Lena, abgehakt. Lena, abgehakt. Sehr gut. So, und dann haben wir noch Poschel. Wo habe ich ihn hier? Okay. Serge, du wirkst so anders. Mir ist irgendwie, als würdest du dich von mir entfernen. Ich meine, das ist natürlich in Ordnung, aber mach keine gefährlichen Sachen, hörst du? Da fällt mir was ein. Hier, das ist für dich, Poschul. Sei schön brav, ja? Poschul, danke, Frauchen. Ich werde mein Bestes geben. Riesenposchul. Okay, auch abgehakt. Können wir auch gleich ausrüsten. Das mache ich alles gleich, weil sonst vergesse ich das wieder. Riesenporschule. So. Und dann können wir hier auch gleich hier noch ein bisschen was anderes ausrüsten. Hier noch jemand, den wir hier direkt benutzen können. Hier auf der Insel nicht mehr. Okay. Ja, wir könnten hier noch ein paar Sachen kaufen. Tabletten. Hm.
Okay, bisschen was gekauft. Okay, so, dann müssen wir gucken. Home, was können wir noch im Home machen? Wir können noch... Wir nehmen Stina. War dieses Konzert, war das in der Homewelt oder war das in Another? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme sie mal noch mit. Uns mal das Schiff angucken. Daran kann man sich gut orientieren, ob das hier war. Wo ist denn das Schiff? Ja, okay. Also dann gehen wir erstmal hierher. Nochmal Bule. Willkommen. Okay. Oh, wir sehen, hier hat sich einiges geändert. Lalala, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich, lala. Hey Baby, willkommen im GS-Laden. Elemente. Okay, das sind aber alles Elemente, die man lernen muss. Verstärker und Dämpfer. Okay. Gut. Hauruck, ich wusste gar nicht, dass es so gut für Körper und Seele sein kann, zu arbeiten. Dieses Dorf wird einfach fabelhaft werden. Ach, man spürt förmliche Liebe, die in der Luft liegt. Juhu, mir gefällt's hier. Das wird mein Zuhause. Es ist aber ein bisschen zu finster. Mal sehen. Ein Dachfenster an dieser Stelle würde es gleich viel heller machen. Dann könnten wir hier alle zufrieden leben. Okay. Also bei ihm können wir auch nichts machen. Aber der sieht so anders aus wie alle anderen, ne? Ich habe eigentlich gedacht, der wäre auch ein Charakter. Ein Dachfenster. Können wir hier ein Dachfenster für ihn machen? Nee, wir können hier nichts machen. Okay. Können wir nicht mit ihr quatschen? Hallo? Ich bin der größte Glückspilz der Welt. Stimmt doch, oder, Liebling? Ja, Liebling? Okay, vielleicht müssen wir mit ihr was machen. Nee. Okay. Hier unten ist nichts mehr. Ach, guck mal, da steht ja Fargo. Ach, das hast du damals großartig gemacht, mein Freunde. Oh ja, daran erinnere ich mich noch. Aber weißt du noch, wie du... Oh ja. Har, har, har. Das eine Mal als du und dann warst du... Schluss damit, mein klabauter Mann. Du hast doch gesagt, du tätst kein Sterbenswörtchen darüber verlieren. Har, har, har. Das eine Mal als du? Okay. Okay. Wir können hier nichts tun. Das wundert mich jetzt. Okay, gehen wir da noch rein. Und
Das war zwar die Höhle des Drachen, aber vielleicht ist hier auch was passiert. Hey, wie läuft's denn so? Fühlt sich gut an, zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Vielleicht sollte ich mich einfach niederlassen, statt mir weiter bei diesen Expeditionen die Taschen voll zu schnauben. Ich meine natürlich die Finger wund zu schaufeln. Liebling, hier ist dein Tee. Danke. Haha, du hast mich in einer ziemlich peinlichen Situation erwischt. Liebling, ist das etwa ein Freund von dir? Ja, könnte man so sagen. Das ist Serge. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Thomas' Frau. Er rötet. Oh Mann, ist das peinlich. Tja, nun weißt du es. So spielt das Leben halt. Hey, du bist doch ein Abenteurer, stimmt's? Nun, heute ist dein Glückstag. Ich verkaufe dir meinen handgefertigten Meisterhammer für nur 10.000. Das reinste Schnäppchen. Ja. Okay. Meisterhammer, war das jetzt für den Schmied? Nee, war da noch einer, der läuft da rum. Bleib mal stehen. Vielleicht lasse ich mich auch einfach hier nieder. Na, okay. Oh ja, hallo, ich habe das hier früher benutzt, aber jetzt solltest du es haben. Okay, neuer Rahmen. Alles klar. Okay, aber wir haben immer noch nicht Irenes letztes Element bekommen. Das ist komisch. Habe ich hier irgendwas übersehen? Geht's hier noch irgendwo hin? Hier ist aber sonst nichts, ne? Ich war da unten noch nicht im... Hier war ich noch nicht drin. Ich muss hier rein. Hexendoktor, ich bin froh, dass dieser Raum nicht verändert wurde. Oh, Irenes. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Deine Eltern haben es mir vor langer Zeit anvertraut. Ich glaube, du bist jetzt dafür bereit. Was? Von Mutter und Vater? Wir hoffen und beten, dass dir dies weiterhilft, wenn du jemanden findest, den du beschützen möchtest. PS, setze es niemals ein, um andere zu schaden. Alles Liebe, deine Eltern. Mutter, Vater. Lied der Sirene. Okay, da haben wir es bekommen. Abhaken. Zack. Gut. Und gleich zuteilen, bevor wir es vergessen. Ich könnte hier erstmal noch alles wieder entfernen. Und nochmal alles zuteilen. Okay, gut. Sehr gut. Warte mal. Was habe ich mir noch da aufgeschrieben? Okay. Nochmal kurz an die Küste. So. Dann können wir hier nämlich noch jemanden austauschen. Nehmen wir statt hier, nehmen wir und machen wir gleich mal hier die Elemente. So. Erstmal alle entfernen.
Und dann können wir hier gleich mal schon ausrüsten. Gehen wir jetzt hier aufs Schiff mit Niki. Ja, schneller hoch. Zack, 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 zack. Dass das alles ein bisschen flotter geht. So, dann gucken wir mal. Ist er hier drin oder oben? Okay, hier ist er nicht. Danke. Es gibt keine Worte dafür, was ich gerade empfinde. Was heute geschehen ist, hat mir erlaubt, mich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Ich hoffe, dass ich dieses Gefühl nicht nur mit den Menschen, sondern mit allen Lebewesen teilen kann. Mich gibt's zweimal? Hey, wir zwei müssen unbedingt mal zusammen Musik machen. Wie wär's? Klar, das wäre spitze. Du kennst das Lied unserer Mutter, oder? Bring's mir bei. Mach ich. Was für ein wunderschönes Lied. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur die Melodie spiele. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Rampenlicht. Okay. Nice. So, jetzt wollte ich noch was gucken. Nämlich Miki haben wir ja auch noch nicht. Aber wo ist Miki? Ist Miki im Homeland? Oder ist Miki... Also hier ist sie nicht auf dem Schiff. Da muss sie ja auf dem anderen Schiff sein, denke ich mir mal. Da müssen wir leider auch noch mal rein. Bringt nichts. Wir suchen Miki. Nein, Miki haben wir noch gar nicht in der Party. Da steht sie. Komm in die Party, Lady. Lass mich allein, ich will jetzt nicht reden. Oh, ihr seid's. Tja, so geht's mir immer nach einem Auftritt. Schon armselig, oder? Eine erwachsene Frau, die sich grämt wie ein kleines Mädchen. Ich weiß, dass unsere Auftritte nur ein Schauspiel sind, aber ich empfinde tatsächlich etwas für ihn. Was soll's? Für die nächste Zeit sind keine Konzerte geplant. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Ja, ich will dich mitnehmen. Sehr schön. Nicer Scheiß. Können wir gleich austauschen. Wo ist sie denn? So. Wunderbar. Miki bekommt ihr letztes Element erst, wenn sie gelevelt hat. Also es sind nicht alle Charaktere, die man so das letzte Element beschaffen kann. Es geht nur bei manchen. Ausrüstung. Erstmal, da ist nichts Besseres. Eisenrüstung ist auch nicht besser. Magieabwehr ist gut. Okay, da können wir auch schon mal was zuordnen.
Nur bei rotem Naturell. Okay. Tabletten kann man auch noch zuweisen. Okay, gut. Mickey haben wir. Nice. War hier noch was auf dem Schiff? Moment, da muss ich mal kurz gucken. Okay, ich suche eigentlich Snaff. Aber irgendwie habe ich mir dazu nichts aufgeschrieben. Snaffity Snaff, Snaff. Wo bist du? Okay, Snaff bekommt sein letztes Level, wenn er Level 35 erreicht. Also da müssen wir nichts suchen. Gut. Dann können wir hier weiter. Gut. Dann gehen wir jetzt mit Stina wohin. Stina. Wo habe ich dich? Hier. Okay. Gucken wir mal. Okay, eigentlich müssten wir mit Stina hier hin. Ich habe aber echt keinen Plan, ob ich hier richtig bin. Oder ob das nicht doch eine andere Stelle ist. Wir müssen einfach da nochmal durch. Oh, come on, ey. Ich habe keinen Bock auf Irrlichter. Hopp. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Hier ruht Garay. Möge dein ewiger Traum weiterleben. Ich spüre deinen Schmerz tief in meiner Seele. Ich werde deinen Traum fortführen. Okay. Garays Schatten. Okay. Stina, abgehakt. Okay, gleich ausrüsten. Zack. Sehr gut. Gut, dann gehen wir erstmal wieder so schnell laufen und ohne Kampf. Ah, oh, Mann. Dass der auch immer irgendwo hängen bleibt. Schnellstmöglich hier wieder raus. So. Okay, gut. Haben wir abgehakt. So, jetzt gucken wir mal noch Homeland. Können wir noch irgendwas in Homeland erledigen? Ja, wir können noch was in Homeland erledigen. Dafür müssen wir natürlich wieder die Party ändern. Deswegen nehmen wir mal Stina raus und wir brauchen Neofio. Wo bist du? Hier.
Okay, eigentlich müsste es hier sein. Mal gucken. Wir müssen hier mit irgendjemand quatschen, aber ich weiß nicht mit wem. Es ist er hier. Man hat uns davor gewarnt, an diesen Ort zu nähern. Dass die Heimat des Himmelsdrachen, doch nach seinem Verschwinden hat sich ein riesiges Monster hier generiert. Sternsplitter, bla bla bla, okay. Vielleicht hast du was damit zu tun. Ei! Oh ja, okay. Alles klar. Quatschen wir mal mit ihm. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Nur ei, ei? Muss ich vielleicht den Schmetterling fangen? Irgendwas muss ich hier tun. Was muss ich hier tun zum Geier? Ei, ei, ei. Guck mal, aber er folgt mir, ne? Wenn... Was muss ich hier tun? Ich bin verwirrt. Irgendwas muss ich doch hier tun. Okay, ich gehe mal nochmal. Ich gehe nochmal hier hoch. Vielleicht muss ich mit da oben jemand quatschen. Da war ja auch noch jemand hier gestanden. Nee. Hier ist noch jemand. Das Ding hat diesen Ort verlassen. Einsiedlerhütte. Hm. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Hier ist ja aber sonst niemand, ne? Oder geht's hier noch lang? Nee, hier geht's nicht lang. Hilfe? Hilfe! Ja, wo ist denn jetzt der Schmetterling? Hilfe! Okay, warte. Vielleicht muss ich nochmal raus und rein in den Bildschirm. Hilfe, Hilfe. Was? Hilfe, Hilfe. Ich habe auf jeden Fall irgendwas getriggert. Hilfe, Hilfe. Ich gehe nochmal ganz hoch. Ich quatsch nochmal mit dem. Quatsch nochmal mit dem da oben. Steht hier vielleicht noch jemand und ich sehe nicht. Irgendwo verborgen. Hm. Okay. Hm. Tja, also irgendwas muss man hier machen. Aber was? Ich gehe einfach nochmal raus und rein komplett. Vielleicht tut sich ja dann was. Sieht aber nicht so aus, ne? Hilfe. Ja, was Hilfe? Ah! Ah! Man muss ihn wegschieben.
Okay, danke. Danke, Neophio. Das kannst du haben, das kannst du haben. Bum, bum. Das muss mir mal einer sagen, dass man den wegschieben muss. Okay. Riesenrübe. Das ist doch bestimmt hier für den Collagen. Für Turnip. Aber das habe ich doch schon eingesetzt, oder nicht? Okay. Gucken wir nochmal auf der Map. Turnip. Gucken wir nochmal nach den Elementen. Riesenrübe. Okay. Anscheinend habe ich ihn noch nicht ausgerüstet gehabt. Okay, und Karsch ist anscheinend auch noch nicht, ne? Dann müssen wir den auch nochmal ausrüsten. Ich habe gedacht, das habe ich schon gemacht. Das war noch Axt-Kombo von ihm. Ja. Okay, Gruppenheilung hat er schon. Okay, gut. Neophio, abgehakt. So, noch jemand hier in der Homeworld? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Doch. Doch, da habe ich noch jemand gefunden. Moment. Orla. Orla, Orla, Orla. Okay, wir müssen mit Orla zu Doc. Reno. Doc, bitte, schau mal nach oben. Diese Stimme, sie klingt so vertraut. Aber irgendwas ist anders. Wer ist das? Tia, bist du das Tier? Was zum... Nein, ich bin nicht Tia. Bitte beruhige dich. Ich bin Tias Zwillingsschwester, Orla. Tias Zwillingsschwester? Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Tut mir leid, aber wir haben gerade keine Zeit für Erklärungen. Bitte lass mich Tia sehen. Ich kann sie spüren, obwohl wir in unterschiedlichen Welten leben. Tia, Tia ist hier, Doc. Ich flehe dich an. In deinen Augen sehe ich, dass du die Wahrheit sprichst. Ich verstehe. Ich werde dir einen Besuch gestatten, aber eines solltest du wissen. Das Wiedersehen wird schmerzvoll sein. Ich weiß, trotzdem muss ich meine Schwester sehen. In Ordnung, dann bringe ich dich zu ihr. Überzeug dich selbst. Unsere Stimmen dringen nicht mehr zu ihr durch, wie sehr wir uns auch anstrengen. Wir wissen nicht mal mit Sicherheit, warum sie bewusstlos geworden und zusammengebrochen ist.
Die Zeit vergeht gnadenlos, während sie vor sich hinschlummert. Tia, kannst du mich hören? Deine große Schwester ist hier bei dir. Schwester Orla? Tia. Ich hatte einen langen Traum, Orla. Endlich begegnen wir uns. Deine Haare, deine Augen, wir sind uns so ähnlich. Denn wir sind Zwillingsschwestern, geboren auf demselben Planeten. Oh, Tia. Wie kann das sein, aber ich... Nein, ist schon in Ordnung, Schwester. Ich weiß, ich habe alles aus meinen Träumen herausgesehen. Es ist wahr, die Welt ist nicht eins. Genau wie in unseren Träumen gibt es zahllose Möglichkeiten. Mein langer Traum ist zu Ende gegangen. Ich bin so froh, dass wir uns begegnen konnten. Nein, Tia, das ist nicht das Ende. Nein, ich werde es nicht so enden lassen. Wir fangen noch einmal ganz von vorne an. Also bitte, Tia, geh nicht. Meine Seele wird immer bei dir sein, Schwester. Ich werde immer bei dir sein. Warte, bitte nur noch einmal. Deine Augen, öffne deine Augen und zeig mir noch einmal dein Lächeln. Ich flehe dich an. Ist jetzt gestorben oder was? Warum haben wir sie nicht gerettet? What the? Eine andere Welt, du willst sagen, sowas gibt's wirklich. Das ist ja der Hammer. Es ist ein Wunder, bewirkt durch eine Brücke zwischen zwei Welten. Wirklich unglaublich, dass so etwas geschehen kann. Orla, wie Tia mit ihren letzten Worten gesagt hat, wird sie immer bei dir sein. Obwohl eure Welten verschieden sind, seid ihr doch wirklich Schwestern. Das wird sich niemals ändern. Das hat Tia gehört. Nimm es. Dieser blaue Edelstein. Tia hat mir von diesem Edelstein erzählt. Ich kann ihn nur dir geben. Tias Seele wird immer bei dir sein, zusammen mit diesem blauen Edelstein. Also Orla, öffne deine Hände. Der braune Edelstein ist wieder eins geworden und hat sein blaues Funkeln zurückerlangt. Blaue Brosche. Tias Seele. Oh, Tia, warum musstest du? Ist ja richtig tragisch hier. Tia, gerade als ich dich endlich gefunden hatte. Schwester. Tia? Das kann doch nicht sein. Orla. Tia? Der blaue Edelstein verbindet uns als Schwestern und enthält auch die Gebete von Mutter und Vater. Der zerbrochene Edelstein hat die Welten durchquert und ist eins geworden und nun wurde er an dich übergeben. Mutters und Vaters Gebete sind in diesem Edelstein? Und meine Seele wird bei dir sein, Schwester. Vergiss das bitte nicht. Und sei für uns beide stark. Orla erlernt Zwillingskombo. Mhm. Na gut. Rampenlicht. Habe ich das nicht auch ausgerüstet? Habe ich es vergessen? Edelstein. War das hier? Blaue Brosche. Ja. Anti-Blau und blaue Status leiden. Das ist aber nicht so geil. Na gut. Okay, also Orla haben wir abgehakt.
Okay, dann nehmen wir nochmal Niki. Rampenlicht. Niki. Ah, der war ganz oben, ne? Ich bin der Meinung, ich habe das jetzt schon ausgewählt gehabt. Na gut. Kann natürlich sein, dass ich mich auch irre. Okay. Hatten wir noch irgendwas? Was ich noch nicht benutzt hatte. Balanceakt. Ach, das war für Skelly, ne? Okay, das müssen wir auch noch machen. Skelly Belly. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch jetzt jemand in Home? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Otherworld. War die Viper Manor in der Otherworld kaputt? Oder hier? Hier war die kaputt. Okay, dann müssen wir auch nochmal in die Viper Manor. Auf jeden Fall. Ja gut, dann müssen wir jetzt in die Otherworld. Hier ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Okay, gut. Also dann haben wir jetzt die Heimatwelt, Homeland, Homeworld, was auch immer, abgehakt. So, mit den Elementen. Dann suchen wir jetzt in der anderen Welt nach den anderen Elementen. Machen wir aber erst im nächsten Part, damit wir das in einem Wisch machen können. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Chrono Cross in Another World mit den anderen Elementen. Also bis dahin. Bye, bye.